Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe wieder einen kleinen Haul für euch, denn ich habe ein paar Limited Editions eingesammelt. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit den Produkten. Und bevor ich zu den Limited Editions komme, zeige ich euch noch kurz, was ich bei Amazon bestellt habe. Und zwar habe ich unter anderem für mein Bullet Journal Schablonen bestellt. Das sind einfach so Schablonen, weil ich bin nicht gerade der Zeichenkünstler. Sieht man hier auf Pinterest, Facebook, sehr interessant. Und ja, das sind halt so verschiedene Schablonen. Und ich glaube, das sind ungefähr 20 Stück oder so. Zeige euch jetzt nicht alle. Also hier sind mit so Mustern, ja, so verschiedensten Symbolen, Buchstaben. Dann Bordüren, was ich auch sehr interessant finde. Dann so für Headlines, ne, dass man halt einfach so eine schöne Headline hinbekommt. Nochmal Bordüren, Headlines und so Formen verschiedene. Das kann ich, irgendeins hatte ich noch, genau. Hier auch nochmal sieht man halt auch so verschiedene so Pinnnadeln. Also einfach, um das Bullet Journal so ein bisschen aufzuwerten und so ein bisschen gleichmäßige Formen halt auch reinzubekommen. Und deswegen habe ich mir das bestellt. Und ja, ich bin halt wie gesagt kein Zeichenkünstler und ich wollte halt einfach so mit so ein paar Schablonen halt ein bisschen mehr Optik reinbringen. Und dann habe ich mir noch ein Set bestellt. Jetzt habe ich die Verpackung nur leider schon weggeschmissen. Und zwar von Staedtler. Da ist einmal so ein kleiner Radiergummi dabei gewesen, dann einfach ein normaler Bleistift, der 2B, ganz normaler Bleistift und drei so Stifte, so Pigmentliner. Und zwar kennt ihr den Kanal von der Jasmina, die macht ja auch Bullet Journal und tolle Vlogs, sie lebt in London. Und ich habe auch das Buch, was sie rausgebracht hat, gekauft. Und da wird auch empfohlen, oder da hat sie auch reingeschrieben, dass sie solche Stifte benutzt und die drücken halt wirklich auch nicht durch. Da habe ich jetzt einmal die 03, die 05 und die 07. Das sind einfach so schwarze Stifte mit so einer Mine vorne dran. Einfach in unterschiedlichen Stärken, sind wasserfest auf Papier. Und ja, deswegen wollte ich die haben. Und kam halt in diesem Set einfach wesentlich günstiger, als wenn man die Produkte einzeln gekauft hätte. Genau, das habe ich mir bei Amazon bestellt. Ich verlinke euch das einfach auch unten nochmal in der Infobox, wenn euch das interessiert. Und jetzt würde ich aber sagen, kommen wir zu den Beauty-Produkten. Es ist übrigens sehr maskenlastig geworden. Unter anderem hatte die liebe Cindy vom Kanal Rosa87Li, ich glaube, diese Maske hier war es vorgestellt. Das ist diese rosane von Vivaldi Lupiang oder Isana Yang. Ring Ring Wake Up Beauty reinigende Tonerde Maske. Und die Zeichnung finde ich halt auch mega süß. Und It's Time for Sleep All Day beruhigende Tonerde Maske ist diese hier. Und ja, die habe ich mir gedacht, probiere ich jetzt einfach mal aus. Und wie ich da schon war, habe ich auch noch dieses kleine Set hier gefunden. Und zwar ist das ein Multimasking-Set mit einer Gelmaske, einer Pearl-Maske und einer Mousse-Maske. Und ja, man kann sie halt aufs ganze Gesicht anwenden oder halt partiell da, wo man sie haben möchte. Sieht halt so aus. Und hier hinten habt ihr einmal die Anleitung. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, bleiben wir einmal bei Rossmann. Und da habe ich mir leider nur ein Produkt aus dieser LE mitgenommen, weil, ja, liebe Leute, wie soll man sagen, es wurden halt schon wieder Produkte angedatscht und ich finde es halt echt schade. Ich hätte sie gerne mitgenommen. Es war einmal eine Blush und einmal der Bronzer. Vielleicht wisst ihr ja schon, von welcher LE ich spreche. Und zwar ist es die Tropical Heat LE von Rival de Loup. Ich habe mir jetzt einfach mal diesen Lip Balm hier mitgenommen. Das ist dieser hier. Der ist zuckersüß, denn er hat hier innen drin eine kleine Blüte. Er ist halt so durchsichtig. Wenn man überlegt, die Crystal Lippenpflege von EOS kostet 6,95 Euro. Dieses Teilchen hat 1,99 Euro gekostet und hat halt diese Blume noch mit innen drin. Klar, es ist eine Spielerei, aber ich fand es halt extrem niedlich. Und der riecht halt echt nach Kokos und so tropisch. Richtig, richtig, richtig gut. Und ja,
bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und der wird auf jeden Fall in meiner Urlaubstasche landen. Ein Badesalz, was ich schon einmal hatte, und zwar von Kneipp der Lieblingszeit mit Kirschblüte, fand ich richtig, richtig gut. Mag ich sehr, sehr gerne, deswegen durfte es auch nochmal mit. Und dann habe ich die LE geplündert. Und zwar alle Produkte habe ich mir jeweils einmal mitgenommen. Das ist von Dresden Essentials, das ist so Badesalze. Da haben wir hier einmal Ich rieche das Abenteuer mit diesem zuckersüßen Erdmännchen drauf. Und das Schlimme ist, ich kann euch echt nicht sagen, wonach es riecht. Also hier steht nur drauf mit fruchtig, fröhlichem Duft. Dann mit diesem Koala-Bär drauf, Ich liebe meine Träume, auch richtig süß gemacht. Und das riecht, glaube ich, so ein bisschen nach Minze oder Brennnessel, würde ich jetzt fast sagen. Also mit spritzig frischem Duft steht hier drauf. Von Dresden Essenz ebenfalls mein Plan, die Zeit verkuscheln. Mit diesem wirklich niedlichen Lama drauf. Und das ist so ein süßer Duft, so ein wohliger Duft irgendwie. Also richtig, richtig schön auch. Und hier steht auch drauf mit fluffig süßem Duft. Und dann haben wir noch diesen Panda-Bären hier. Ich entspanne, also bin ich. Das ist der hier. Und hier steht drauf mit fruchtig exotischem Duft. Und ich kann mir vorstellen, ich kann den Duft halt wirklich nicht einordnen, dass es irgendwie nach Bambus riecht. Kann ich noch nicht sagen, ich werde es auf jeden Fall mal testen und bin schon sehr gespannt drauf. Und passend dazu habe ich mir natürlich auch die Duschgele mitgenommen, wie kann es anders sein. Einmal auch wieder mit diesem Erdmännchen. Ich und ich, ein super Team. Und wie gesagt, ich kann euch nicht genau sagen, wonach es riecht. Also es ist ein herber Duft, also es ist jetzt nicht so ein süßer Duft, würde ich jetzt sagen. Muss auf jeden Fall unter der Dusche getestet werden. Dann der Koala-Bär. Ich bin, wer ich bin. Das ist dieser hier. Und hier habe ich auch lange überlegt, aber ich denke einfach, dass es so Minze oder Brennnessel ist. Also eins von den beiden. Ist ein spritziger Duft, also wirklich sehr erfrischend und so riecht es auch. Der Panda. Ich kam, sah und ruhte in mir. Und hier ist es halt echt so, dass ich nicht sagen kann, wonach es riecht. Also es ist jetzt nicht der Lieblingsduft von den Vieren, aber ich denke halt wirklich, dass es Bambus ist. Also kann ich mir vorstellen, einfach weil hier auch Bambus abgebildet ist. Und ja. Und vielleicht Litschi noch mit dabei. Ich könnte glaube, dass es Litschi oder sowas ist. Wenn ihr schon dran geschnuppert habt und wisst, wonach es riecht, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Und dann mein Lieblingsduft ist dieser Lama-Duft hier. Ich date die Gemütlichkeit. Das ist der hier. Und der riecht halt richtig lecker. Also den mag ich einfach richtig gern. Der riecht süß, der riecht so wohlig irgendwie, also richtig toll, der Duft. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann noch ein Paket Wattepads. Und dann kommen wir zu diesem Paket hier. Wie gesagt, es ist ein bisschen maskenlastiger geworden. Und so hat der DM jetzt diesen Aufsteller gehabt mit verschiedenen Masken und da habe ich mir auch jeweils eins mitgenommen. Da haben wir einmal die großen Masken, das sind straffende Hydrogel-Gesichtsmasken. Einmal mit Algenextrakt und Hyaluron, das ist diese schwarze hier. Und da soll wohl auf der Maske auch so schwarze Seidenmuster drauf sein. Und man hat hier, sieht man es auch, zwei Hälften, also damit man nicht alles auf einmal drauf tut, was ich auch sehr interessant finde.
Genau, dann die helle ist mit Grünteeextrakt. Das ist diese hier. Dann habe ich zwei Lippenpatches mitgenommen und die sind genau gleich, nur die Farbe ist halt unterschiedlich. Sind jeweils mit Rosenextrakt, einmal die schwarze hier und einmal die helle hier. Und zwei Augenpads, auch total identisch, bis auf die Farbe, mit Koffein und Hyaluron. Das sind diese hier, genau. Also wieder einmal in diesem hellen Design und einmal in diesem dunklen Design. Und ja, ich fand die halt optisch richtig, richtig schön. Und ich finde es schade, dass sowas halt nur eine Limited Edition ist. Sowas könnten sie ruhig öfters rausbringen. Ja, aber naja. Mal gespannt, wie die Produkte überhaupt sind. Vielleicht sind sie auch gar nicht so gut. Wer weiß das schon. Und ja, ich bin am Ende von meinem kleinen Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt, dann klickt auch unten neben dem Abonnier-Button ist eine kleine Glocke. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video online stelle. Und ja, ich würde jetzt aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!